Das Jahr 1935 war ein weiteres geschäftiges Jahr für Hergé. Doch zugleich war dies eine angespannte Zeit, in der sich der belgische Zeichner möglicherweise gerne in die Arbeit flüchtete. Die belgische Gesellschaft spürte damals eine politische Unruhe, bewirkt nicht zuletzt durch das erstarkende Deutschland, das zu diesem Zeitpunkt bereits im dritten Jahr nationalsozialistisch war. Das Bedrohungsszenario schwebte da häufig in der Luft, wenn damals vermutlich viele auf politische Lösungen hofften. Doch Belgien besaß selbst starke faschistische Fraktionen und Elemente, nicht selten innerhalb des katholischen Gemeinwesens. So fragmentierte sich das Land in diverse Denkrichtungen. Da gab es also Faschisten wie de Grel, die für Hitler waren, und zugleich gab es rechtsradikale Patrioten, die wiederum Deutschland als eine Bedrohung ansahen. Einen der stärksten Blöcke stellten allerdings die Monarchisten dar, die hinter König Leopold III. Standen. Viele Vertreter der Kirche hatten aber auch begonnen, sich vehement gegen die Nationalsozialisten und die Faschisten zu stellen. Es war also eine emotional geladene und durchaus konfuse Zeit. Dies verstärkte sich im darauffolgenden Jahr, als Adolf Hitler die Rheinland-Remilitarisierung durchgeführt hatte, was de facto eine Revision der Versailler Abkommen war. Es lässt sich annehmen, dass dies auch dreiste Experimente waren, um die politische Reaktion der damaligen Weltmächte zu testen. Für König Leopold waren diese Muskelspiele Anlass genug, um offiziell Belgien als politisch neutral zu erklären. Während Hergé bereits die ersten Seiten von der Arumbaya-Fetisch vorbereitete, erhielt er Besuch aus Paris. Vater Pihan und Vater Courtois, zwei Priester, doch zugleich auch die Herausgeber von Cœur Vaillant, besuchten ihn, um mit ihm die Erschaffung einer weiteren Comicreihe zu besprechen. Cœur Vaillant wollte eine neue Serie produzieren, die zwar ähnlich wie Tintin war und ebenso in die weite Welt zog, doch etwas mehr der katholischen Leserschaft entsprach. Cœur Vaillant brachten ja schon eine ganze Weile parallel zu Le Petit Vingtième Tim und Struppi heraus. Doch intern gab es da immer diese schwebende Kritik, dass Tintin nicht wirklich auf die katholischen Ideen einzahlte, allem voran sichtbar daran, dass Tintin keine Familie hatte. Ich denke mir das nicht aus, das war dem Pariser Verlag damals wirklich ein Dorn im Auge. Hergé hatte den Auftrag angenommen und so entstand für 3 Jahre die relativ kurzlebige Reihe Les Aventures de Josette et Joko. Für Hergé stellt das Jahr 1936 die erste von mehreren Lebensstationen dar, die von massiver Überarbeitung und Erschöpfung geprägt sind. Denn während er bereits an der Arumbaya-Fetisch arbeitete, war gerade die Gesamtausgabe von der Blaue Lotus bei Casterman in Entstehung. Zhang Zhongren war bereits nach China gezogen und Hergé musste für der Blaue Lotus und die älteren Bände all die Farbtafeln anfertigen. Er zeichnete neben Tintin seit Jahren die recht anarchischen Brüssel-Abenteuer der beiden Rabauken Quick und Flupke, die auf Deutsch Stups und Steppke heißen. Auch hier musste er im Wochentakt neue Seiten abliefern. Nun kam auch noch Jo, Jette und Joko dazu. Oben darauf gab es noch die Werbeaufträge, die er noch immer zu erfüllen versuchte. Tintins 6. Abenteuer kam zum ersten Mal im Dezember 1935 in die Zeitungsläden. Diese Geschichte hatte eine relativ lange Laufzeit und wurde bis Februar 1937 dort fortgesetzt. Die Handlung ist eine Detektivgeschichte um ein gestohlenes Museumsartefakt, die sich zunehmend in eine transatlantische Jagd nach einem Diamanten verwandelt. Doch das zentrale Thema dieses Comics ist der Bürgerkrieg. Genauer, ein Bürgerkrieg in Lateinamerika.
Es war erneut das Magazin Le Crapuyot, das Hergé auf einen Krieg aufmerksam machte, der sich auf der anderen Seite der Welt abspielte und der in Europa nur wenig Beachtung fand. Die Rede ist von dem fast 3 Jahre dauernden Guerra del Chaco, auch genannt der Gran Chaco-Krieg. Dies war ein territorialer Konflikt zwischen Bolivien und Paraguay. Das zentrale Motiv des Krieges war die unentwegt befeuerte Annahme, dass der Gran Chaco, also ein großes Savannengebiet zwischen beiden Ländern, Ölvorkommen besitzt. Hergé verwendet hier zum ersten Mal einen Kunstgriff, der fortan im Tim und Struppi-Universum gang und gäbe sein sollte. Er erfindet für beide Länder einen Decknamen und nennt sie San Teodoro und Nuevo Rico. Dass dennoch Bolivien und Paraguay gemeint sind, wird dadurch deutlich, dass im letzten Panel der Geschichte im Hintergrund eine Südamerika-Karte sichtbar ist, in der deutlich eingezeichnet wurde, wo sich San Teodoro befindet, nämlich auf dem Gebiet von Bolivien. Dieser inzwischen auch in Hollywood beliebte Kunstgriff hat eine positive Wirkung, denn er lässt die Geschichte zeitloser erscheinen. Das mag damals Hergé noch nicht bewusst gewesen sein und es ist möglich, dass er sich für diese Fantasienamen nur deshalb entschied, weil er nicht ständig mit jedem weiteren Tim und Struppi-Band ein ganzes Land gegen sich aufbringen wollte. Heute, 80 Jahre später, würde es in der Tat sehr speziell wirken, wenn der Arumbaya-Fetisch einen Landkrieg zwischen Bolivien und Paraguay im Mittelpunkt hätte. Es ergibt in der Tat mehr Sinn, dass diese Geschichte mehr allegorisch für eine generelle Betrachtung der Machenschaften in den sogenannten Bananenrepubliken steht. Der Arumbaya-Fetisch wird dadurch zu einem Roman à clef, einem sogenannten Schlüsselroman. Nun in dem Falle mehr ein Schlüsselcomics. Der echte Gran Chaco-Krieg war sehr symptomatisch für allerlei Mechanismen, die uns in den darauf folgenden Jahrzehnten nur zu vertraut werden sollten. Einerseits ist da die Involvierung des amerikanischen Ölkonzerns Standard Oil, der finanziell Bolivien unterstützte, und die Rolle des Ölriesen Shell, damals noch Royal Dutch Shell, der wiederum Paraguay förderte. Wie man sich denken kann, geschah dies nicht aus philanthropischen Gründen. Aber das muss sich heute niemand mehr klären. Das Ganze macht den Gran Chaco-Krieg zu einer Art Proxy-Konflikt zwischen zwei Konzernen. So etwas fand Hergé sehr faszinierend, lehnte aber zugleich eine solche ultrakapitalistische Vormachtstellung der Industrie gänzlich ab. Und vergessen wir nicht, dass in diesen Kriegsjahren Bolivien und Paraguay auch zu einer Arena wurden, in der sich namhafte Waffenhändler aus der ganzen Welt die Klinke reichten. Hergé porträtiert diese Zustände mit vielleicht seiner bittersten Anspielung in Form des Waffenhändlers Basil Bazarov, der nacheinander Termine bei den Machthabern von San Teodoro und Nuevo Rico hat und beiden Parteien massenweise Waffen verkauft. Hierbei bemüht sich Hergé nicht, die Karikatur zu maskieren. Seine Anklage ist direkt und unverhüllt. So erkennt jeder, dass hier der griechische Waffenhändler Basil Sakharov dargestellt wurde, der für die britische Firma Vickers Armstrongs in der ganzen Welt unterwegs war. Und Vickers Armstrongs hat im Gran Chaco-Krieg eine zentrale Rolle gespielt. Der Arumbaya-Fetisch ist damit sicherlich eine der bitterbösesten Satiren, die Hergé rund um Tintin erschaffen hatte. Dabei fängt die Geschichte in einer gänzlich anderen Stimmung an. Zum ersten Mal beginnt die Handlung nicht unmittelbar bei Tim, sondern mit einer Nachtsequenz in dem Völkerkundemuseum in Brüssel, das Hergé von zahlreichen Besuchen wohl bekannt war. Dort wird eine Holzfigur gestohlen, ein Fetisch. Hergé wendet inzwischen deutlich cineastischere und komplexere Erzähltechniken an. In der nächsten Szene sind wir dann bei Tim, der im blauen Pyjama Morgensport macht und dabei Radio hört. Anschließend geht er in die Badewanne, um sich zu waschen. Allein diese 3 auf den ersten Blick unscheinbaren Paneele sind gleich aus 5 Gründen interessant. Zum einen ist die Zeichnung von Struppi, der da mehr belustigt bei den Turnübungen mitmacht, herrlich. Das Witzige ist aber, dass Hunde das wirklich manchmal tun. Man muss nur entsprechende Videos dazu auf YouTube suchen. Zweitens trägt Tim einen blauen Pyjama im chinesischen Stil, was möglicherweise eine Anspielung auf das vorangegangene Abenteuer in Der blaue Lotus ist. Drittens, falls der Pyjama als Hinweis nicht ausreicht, geht Tim auf dem Weg ins Bad an einer großen chinesischen Vase vorbei, die möglicherweise ein Souvenir seiner China-Reise ist. Viertens, Tim hört Radio, was nun auf den ersten Blick nichts Besonderes zu sein scheint, doch 1935 ein absolutes Novum war. Dies sind erst die Geburtsjahre der Rundfunk-Ära.
Das Bild zeigt somit auch, dass Tintin zwar heute auf uns immer einen etwas nostalgischen Effekt hat, doch in den Erscheinungsjahren war dem Leser deutlich, dass Tim und Struppi auf dem Höhepunkt ihrer eigenen Zeit waren. Tim ist in Wirklichkeit ein sehr moderner Charakter, der heutzutage vermutlich einen iPad bei sich hätte. Und fünftens, und das ist der tintinologisch sicherlich interessanteste Punkt, dies ist überhaupt das erste Mal, dass wir Tims Wohnung sehen. Jene berühmte Wohnung in der Labradorstraße 26. Einige Jahre später würde er mit Kapitän Haddock ins Schloss Mühlenhof ziehen, doch so weit sind wir noch lange nicht. Wir kriegen auf den darauffolgenden Seiten noch einige Einblicke in Tims Appartement, nur um festzustellen, dass es extrem pragmatisch und nüchtern eingerichtet ist. Eindeutig die Bleibe eines Abenteurers, der nur wenig daheim sitzt. Doch er hat einen sehr bequem aussehenden roten Sessel, der für die 30er Jahre recht typisch sein dürfte. Am Ende der Seite 3 sehen wir noch ein Souvenir des China-Abenteuers. An der Wand hängt eine typische chinesische Grafik, vermutlich eine Wasserfarbenzeichnung. Es sieht auf jeden Fall aus wie eine kleinere Replik jenes großen Bildes, das in Shanghai Mr. Wang Qingyi an der Wand hatte. Wir stellen also fest, dass Hergé begonnen hatte zu verstehen, wie mächtig Tintin als ein Erzählbauwerk werden könnte, wenn man eine gewisse Linearität vorantrieb und damit nicht nur Cartoons, sondern ein gesamtes Universum erschuf. Wir erleben im Arumbaya-Fetisch auch einen Auftritt der Meisterdetektive Schulz und Schulze, doch dies ist nur ein kurzer Cameo auf den Seiten 2 und 3. Tim beginnt sogleich den besagten Diebstahl zu ermitteln und dies ist, nach meinem Wissen, das vorletzte Mal, dass wir ihn wie einen Reporter auftreten sehen, der Menschen aufsucht und befragt. Er wird dies noch einmal tun in dem Band Das Land des schwarzen Goldes. Doch für Hergé endet an dieser Stelle das Interesse, Tintin als einen Journalisten agieren zu lassen. Ob dies nun in irgendeiner Weise mit Hergés vollständiger Desillusionierung über Léon Degrelle zusammenhängt, das wage ich nicht zu spekulieren. Viel wahrscheinlicher ist wohl, dass Hergé sich relativ schnell langweilte, wenn Dinge zu repetitiv wurden. Und so warf er einen solchen Aspekt schnell über Bord und veränderte den betreffenden Sachverhalt. Originell an dieser Folge ist sicherlich die Rolle der beiden Gauner Alonso und Ramon, die ebenfalls auf der Suche nach der Holzstatue sind. Als sie in Tim ihren Widersacher erkennen, versuchen sie ihn unentwegt zu töten, was natürlich missglückt. Auch hier findet sich ein erweiterter Erzählstil, denn wir haben es nun mit einigen Szenen zu tun, die sich fern von Tim nur mit Alonso und Ramon beschäftigen. Zwar hatte schon in der Blaue Lotus Hergé sozusagen von Tim weg in eine andere Szene geschnitten und sich zum Beispiel mit Mr. Mitsuhirado beschäftigt, doch nie in so einem Umfang. Hier erleben wir geradezu eine parallele Handlung, die oft über Seiten geht und die teilweise vom Pech verfolgten Bemühungen der beiden Schurken zeigt. Tim begreift bald die Gefahr, in der er sich befindet und übernimmt die Initiative. Nun wird der Gejagte zum Jäger. Die Handlung setzt sich an Bord des Passagierschiffes Wappen von Bonn fort, das in dem realen Le Havre in See sticht, um über den Atlantik in das fiktive San Theodoros zu fahren, genauer in dessen Hauptstadt Las Dópicos. Ich will gar nicht zu sehr auf die Handlungsdetails eingehen und unnötig spoilern. Doch in Las Dópicos wird Tim in die Wirren einer durch und durch destabilisierten Region hineingezogen. Nicht nur, dass zwischen San Theodoros und dem benachbarten Nuevo Rico sich ein Krieg anbahnt, innerhalb von San Theodoros selbst kriselt es. Tim ist sozusagen am Vorabend eines Bürgerkriegs eingetroffen. Ausgetrickst durch Ramon und Alonso, die in dem korrupten Machtapparat Verbündete haben, landet Tim wieder einmal im Knast. Und erneut ist es ernst und erneut wird die höchste Strafe verhängt. Doch nun folgt eine großartige, schwarzhumorige Sequenz, die sich über mehrere Seiten zieht und immer irrer wird. Am Anfang wird also Tim von den Milizionären des Tapioca-Regimes zum Tode verurteilt. Während die Exekution stattfindet, kommt ein Bote in den Hof gerannt und verkündet, dass General Alcazar die Regierung gestürzt hat. Tims Erschießung wird also ausgesetzt. Alle jubeln, doch bald schon kommt ein neuer Gefreiter herbeigeeilt und erzählt, dass der Coup d'État in Wirklichkeit gescheitert sei und dass General Tapioca noch immer an der Macht ist. Daraufhin entschuldigt sich der befehlshabende Oberst bei Tim und setzt dessen Hinrichtung fort. Tim ist entsetzt. Der Offizier findet ihn sympathisch und erlaubt ihm, sich vor der Exekution etwas Mut anzutrinken. Genau genommen sucht er nur jemanden, mit dem er trinken kann. Die beiden besaufen sich sternhagelvoll und torkeln Arm in Arm eingehängt dem Erschießungskommando entgegen. Tim schreit die ganze Zeit, es lebe Alcazar, ohne zu wissen, wer das eigentlich ist.
Als dann erneut die Gewehre angelegt werden, stürmen bereits die Rebellen die Festung. Tim ist noch immer stockbetrunken. Er wird von den Anwesenden sogleich als ein Held gefeiert, der sogar im Augenblick des Todes auf General Alcazar geschworen hatte. Ein Bericht von diesem Heldentum erreicht auch Alcazar selbst, der Tim sogleich zum Obersten seiner Armee ernennt. Als Tintin am nächsten Morgen verkatert aufwacht, kann er sich nur an die Hälfte erinnern und stellt schockiert fest, dass er über Nacht zu einem Würdenträger der Armee von San Teodoro geworden ist. Diese Sequenz zeigt, dass Hergé inzwischen den Leserschwerpunkt bei etwas älteren Lesern sah, als es noch 5 Jahre zuvor der Fall gewesen war. Wir hatten schon in Der blaue Lotus einen Tim erlebt, der sich auf der Matte einer Opiumhöhle lümmelt, wenn auch nur zum Schein. Hier erleben wir ihn gänzlich volltrunken. Alkoholrausch sollte allerdings einige Jahre später durch Captain Haddock zu ganz anderen Dimensionen anwachsen. Als Leser erwartet man an dieser Stelle, dass Tim sich aus dem Staub macht, doch er beginnt stattdessen einen Alltag als Offizier des neuen Regimes und als Berater des neuen Staatsoberhauptes Alcazar. Gleichzeitig nutzt er seine neuen Vollmachten, um das Rätsel um den Arumbaya-Fetisch zu lösen. Am Ende fällt Tim auch bei dem emotional extrem labilen General Alcazar in Ungnade, denn er spricht sich gegen den Krieg aus. Mr. Chicklet, der Unterhändler von American Oil, schiebt daraufhin dem General einen gefälschten Brief unter, der Tim als einen Verräter dastehen lässt. Man kann sich gut vorstellen, was Hergé zu diesem Zeitpunkt vom amerikanischen Wirtschaftsimperialismus so hielt. Dennoch muss man verstehen, dass Hergé hier nicht von der Warte eines Sozialisten seine Kapitalismuskritik übt, sondern aus der Position eines konservativen Katholiken. Schließlich entflieht Tim seinem erneuten Gefängnisaufenthalt und rast mit Struppi in einer roten Limousine über den Chaco in die Berge, verfolgt von Alcazars Soldaten. Strukturell ist dies ein wenig ähnlich wie Tim in Amerika, denn aus der urbanen Welt tauchen wir nun in den südamerikanischen Urwald und begegnen endlich den Arumbayas. Hier lernen wir auch den Völkerkundler Ridgewell kennen, der in der akademischen Welt für tot gehalten wird, der aber seit Jahren bei den Arumbayas lebt. War es in Tim in Kongo noch ein belehrender Missionar, der Tim mit den sogenannten Eingeborenen zusammenbringt, ist es hier eben ein Ethnologe, der keineswegs paternalistisch ist, sondern selbst die Lebensweise der Arumbayas übernommen hat. Hier erlebt man also auch den inneren Reifungsprozess von Hergé hin zu einem aufgeklärten und wissenschaftszugewandten Weltbild. Es wird auch angenommen, dass Hergé für den Ethnologen Ridgewell eine Vorlage aus der echten Welt genommen hatte, nämlich den Forscher Percy Fawcett, der tatsächlich 1925 im brasilianischen Urwald verschwand. Eine Ähnlichkeit ist in der Tat vorhanden. Der Arumbaya-Fetisch gilt als extrem handlungs- und ereignisreich. Es gibt viele interessante Details, die ich hier gar nicht erst angesprochen habe, weil sie den Rahmen eines solchen Videos vielleicht sprengen würden. Zum Beispiel die von Hergé erfundene Sprache der Arumbayas und wie diese Sprache in den jeweiligen Übersetzungen, zum Beispiel ins Deutsche oder Englische, modifiziert wurde. Erwähnenswert wäre sicher auch Hergés humorige Methode hinter der Erfindung von Fantasienamen, die sehr oft bei genauerer Betrachtung auf irgendeine lustige Formulierung anspielen, sei es auf Französisch oder in dem Brüsseler Dialekt Marolien, den Hergé von seiner Mutter gelernt hatte. Der Arumbaya-Fetisch ist eindeutig keine perfekte Geschichte. Es gibt inhaltliche Aspekte, die etwas problematisch sind. So sind einige Details nur schwach erklärt und muten ein wenig unlogisch an. Hier schlichen sich also strukturelle Fehler ein, die man schon in Die Zigarren des Pharaos bemerken konnte. Und dies mag eben damit zusammenhängen, dass Hergé zu diesem Zeitpunkt noch immer nach einem Wochenpensum arbeitete und nur begrenzt sehen konnte, wie sich die Geschichte entwickeln würde. Hinzu kam, dass Le Petit Vingtième ein Heft war, das stets den Kontakt zu den jungen Lesern suchte und sie gerade in der Erscheinungszeit von Der Arumbaya-Fetisch aufforderte, per Brief eigene Vorschläge einzusenden, wie die Geschichte dann weitergehen soll. Ob Hergé einige dieser Ideen auch beherzigt hatte, vermag ich nicht zu sagen. Doch es rächt sich an dieser Stelle ein wenig, dass eine Handlung, die eigentlich auf sehr hohe Komplexität setzt, nach einem eher anekdotenhaften Fortsetzungsschema entwickelt wurde. Und dennoch, zu viel abarbeiten muss man sich an solcher Kritik allerdings nicht, denn die Qualitäten überwiegen hier. Der Arumbaya-Fetisch besitzt einen Humor, der eben nicht nur klamaukig ist, sondern stellenweise sehr geistreich erscheint.
Doch es ist auch ein Humor, der manchmal geradezu schwarz ist und unentwegt mit einer bitteren und sehr kritischen Weltsicht vermengt wird. Ich habe schon einige der Neuigkeiten angesprochen, die uns in diesem Band begegnen und die weiterhin im Tim und Struppi-Universum Bestand haben werden. Eben die genannte Labradorstraße 26 oder General Alcazar selbst, der noch in weiteren Tintin-Abenteuern auftauchen sollte. Auch der Völkerkundler Ridgewell und der ambivalente Pablo sollen viele Jahre später nochmal in Tim und die Picaros einen Auftritt haben. Übrigens findet sich ganz am Anfang der Geschichte, genau genommen in Frame Nummer 2, ein weiteres Selbstporträt von Hervé, diesmal sehr unscheinbar und dürr in der Ecke stehend mit dem Hut in der Hand. Es wird gesagt, Hergé hatte mit den Cameos angefangen, weil er Alfred Hitchcock mochte, der ja für die Sekundenauftritte in seinen Filmen berühmt war. Zumindest behauptet es Pierre Azoulin in der Hergé-Biografie. Somit möglich. Ich habe das mal nachgeprüft. In der Tat hatte Hitchcock im Jahr 1935 bereits 5 Filme auf dem Markt, in denen er einen Cameo-Auftritt hatte. Es kann also wirklich sein, dass dies Hergé inspirierte. Auf jeden Fall, und das wird im Arumbaya-Fetisch deutlich, erscheint es nachvollziehbar, dass Hergé Hitchcocks Filme studierte, denn gerade seine dynamischen Sequenzen folgen zunehmend einer cineastischen Ästhetik und bedienen sich einer filmischen Schnittsprache, was letztendlich stark zu Hergés Erfolg beigetragen hatte. Während diese Geschichte in Petit Vingtième erschien, hieß sie lediglich Tintin et Milou chez les Arumbaya. Als 1937 sogleich die gesammelte Publikation durch Casterman erfolgte, drängte der Verlag darauf, einen schnittigen Buchtitel zu finden. So entschied sich schließlich Hergé für den klangvollen Namen L'Oreille Cassée, was zu Deutsch das abgebrochene Ohr bedeutet, in Anspielung auf die gestohlene Holzfigur, deren rechtes Ohr abgebrochen ist. Auch im Englischen wurde dann der Titel The Broken Ear übernommen. Im Deutschen, das muss man sich eingestehen, klänge das abgebrochene Ohr nicht besonders charmant oder ansprechend. Bei Carlsen in Deutschland erschien dieser Band erst im Jahr 1973. Man entschied sich in der Übersetzung für den außerordentlich spannenden Titel Der Arumbaya-Fetisch. Ich halte das für eine sehr gelungene Entscheidung. Ich habe schon zuvor darüber erzählt, dass in der Nachkriegszeit Hergé von Casterman verpflichtet wurde, die bis dahin erschienenen Bände alle zu kolorieren. Von da an wurden alle neuen Geschichten unmittelbar in Farbe erstellt, Tim und Struppi in Schwarz-Weiß war fortan ein Ding der Vergangenheit. Doch der Arumbaya-Fetisch hat hierbei einen besonderen Rang, denn dies war das erste Heft, das Casterman zur nachträglichen Kolorierung vorschlug. Und zwar schon 1943, also während der Krieg noch lief. Erneut zog die Kolorierung auch einige Kürzungen nach sich. Diese Kürzungen sind relativ gering, wenn auch interessant. So war die Radiosequenz am Anfang der Geschichte deutlich länger und man hörte Nachrichten, die sich mit dem Ausbruch des italienischen Abessinienkrieges beschäftigten. In der Edition von 1943 hatte Hergé das gestrichen, was er oft mit solchen Nachrichtenabschnitten tat, die Jahrzehnte später für den allgemeinen Leser nur wenig Bedeutung hatten. Ein Traum, in dem Tim von einem Arumbaya mit dem Blasrohr angeschossen wird, fiel dann auch der Schere zum Opfer. Die Kolorierung ist auch ein wenig Quelle gewisser Kritik am Arumbaya-Fetisch, denn im letzten Drittel verlagert sich die Handlung in den tiefsten Urwald. Auf der Seite 48 und 49 bemüht sich Hergé noch, in jedem Panel den hintergründigen Urwald zu zeichnen, doch ab der Seite 52 wird deutlich, wie sehr ihn das inzwischen langweilte, sodass er den Hintergrund einfach nur mit grüner Fläche ersetzte. Ab der Seite 56 durfte Hergé froh gewesen sein, dass der Urwald endlich vorüber war. Auf der Seite 51 versuchte einer der Arumbayas Struppi auf dem Opferaltar zu töten. Ein Vorfall, der sich ganz ähnlich bereits in Indien ereignet hatte, falls sich einige erinnern. Gar nicht zu sprechen von dem verrückten Didi, der im blauen Lotus Struppi köpfen möchte. Ein seltsames, wiederkehrendes Thema bei Hergé. Und der Arumbaya-Fetisch hat noch ein anderes Novum. Zum ersten Mal sehen wir zwei Schurken unmittelbar sterben. Ein mutiger Schritt gerade bei einer Publikation, die vor allem sehr junge Leser besaß. Doch Hergé löst das Problem mit einer christlichen Metapher und zeichnet drei Teufel, welche die beiden ertrinkenden Gauner Ramon und Alonso zwischen sich nehmen. Der Arumbaya-Fetisch hat durchaus reizvolle Zeichnungen, wenn diesem Band auch nachgesagt wird, dass er gerade im Schatten des blauen Lotus visuell weniger gut ausgefallen ist. Geschuldet ist es vermutlich der ersten deutlichen Überarbeitung Hergés, der sich an einigen Stellen gezwungen sah, hastig zu zeichnen und an den Hintergründen zu sparen.
Meine drei Lieblingspaneele wären somit. Erstens. Tim und Struppi jagen einen Papagei. Tim springt in die Luft und versucht, den Vogel zu erreichen. Schöne Dynamik, wäre ein gutes T-Shirt-Motiv. Zweitens, Seite 17, vermutlich mein Lieblingsbild in diesem Band. Tim und Struppi werden in einem Boot an Land gebracht. Im Hintergrund sieht man das Passagierschiff Wappen von Bonn. Tims Ausdruck zeigt die Ungewissheit über die kommenden Ereignisse. Hier sieht man die große Meisterschaft von Hergé, der mit nur so wenigen Strichen und Punkten so viel Emotion transportieren konnte. Drittens, Tintin auf der Flucht. Tim sitzt, noch immer in Uniform, in einer roten Limousine und rast durch die felsige Landschaft, während Struppi sozusagen in die Kamera blickt. Auch eine tolle Zeichnung. Ich gebe diesem Band 4 von 5 Sternen. Es ist keine perfekte Geschichte, denn die Handlung knickt manchmal etwas unter einer zu starken Komplexität ein. Doch ich kann sehr gut verstehen, weshalb manche Leute den Arumbaya-Fetisch zu ihrem Tim und Struppi Lieblingsband zählen. Der Humor ist ausgesprochen gut und die Aufarbeitung der damals aufkommenden geostrategischen Realitäten ist geradezu hervorragend. Ironischerweise hat heute der Arumbaya-Fetisch eine starke Aktualität behalten. Heute, während die USA unentwegt jammern, dass ihre letzten Wahlen angeblich von Russland manipuliert wurden, ist es amüsant, den Arumbaya-Fetisch aufzuschlagen und zu lesen, dass schon vor 81 Jahren Hergé aufgestoßen war, dass die Vereinigten Staaten von Amerika in ferne Länder gehen, um dort Wahlen zu manipulieren und Konflikte zu entfachen, mit dem Ziel, am Ende dick abzukassieren. Und zum Abschluss noch eine Reflexion, die die Besonderheit dieses Heftes hervorhebt. Der Arumbaya-Fetisch, ob bewusst oder nicht, scheint allerlei andere Kunstschaffende beeinflusst zu haben. Sieht man sich zum Beispiel die erfolgreiche französische Komödie Abenteuer in Rio an, die 1964 in die Kinos kam, so fühlt man sich gerade in der turbulenten Dynamik und dem Aufbau der Geschichte sehr stark an den Arumbaya-Fetisch erinnert. Der Regisseur Philipp de Brocca gab später auch zu, dass ihn gerade diese Tim und Struppi-Geschichte durchaus beeinflusst hatte. Und noch etwas. Es ist geradezu erstaunlich, wie sehr in dem amerikanischen Film Medicine Man aus dem Jahr 1992 der Hauptprotagonist Robert Campbell, gespielt von Sean Connery, an den Ethnologen Ridgewell erinnert. Bis hin zu Details wie den Golfschlägern, die Ridgewell und Campbell gleichermaßen in den Urwald mitgenommen haben. Der Arumbaya-Fetisch war seinerzeit ein voller Erfolg und eine weitere exotische Abenteuergeschichte für die frankophone Jugend, deren Alltag in Zeiten der großen Wirtschaftskrisen und am Vorabend eines schrecklichen Weltkriegs manchmal eher trist war. Hergé arbeitete zu diesem Zeitpunkt bereits an der nächsten Geschichte. Sein Blick war diesmal in den Norden gerichtet, nach Schottland. Doch darüber reden wir in der nächsten Episode.